Ich schreibe mir Lernpläne, aber meine Noten werden einfach nicht besser. Dass es sinnvoll ist, sich einen Lernplan für die Klausurvorbereitung zu erstellen und da wirklich nochmal langfristiger vorzugehen, ist, denke ich, klar. Aber was dann wirklich schwerfällt, ist das Ganze auch konstant in die Umsetzung zu bringen und nicht nach ein paar Tagen wieder schleifen zu lassen oder zu merken, dass das alles gar nicht hinhaut. Und deswegen möchte ich in diesem Video da einmal die zwei größten Fehler mitgeben und erklären, wie du deinen Lernplan richtig aufstellst, damit du auch entspannt und selbstsicher in die Prüfungsphase gehen kannst. Weil wie sieht es denn bei den meisten überhaupt aus? Meistens sieht das so aus, wenn Sie sich einen Lernplan erstellen, nehmen Sie sich vielleicht einige Zeit davor, vor den Prüfungen, setzen Sie sich dann hin und sagen, okay, ich habe jetzt hier am Montag habe ich bis da und da Uni, dann werde ich mich danach nochmal hinsetzen nach der Vorlesung und nochmal Mathe 2 Stunden lernen. Und dann an dem Tag werde ich mich mal den ganzen Tag in die Bibliothek reinsetzen und einfach die 2 schweren Module lernen, wo ich noch sehr, sehr viel Übung brauche. Dann an dem Tag werde ich mich mit Kommilitonen treffen, da nochmal in Austausch kommen und einfach sonst so viele Altklausuren wie irgendwie nur möglich machen. Und wenn du das so auch oder so ähnlich auch von dir kennst, aber dann merkst, dass das dann in der Praxis oftmals nicht so richtig funktioniert oder du dann merkst, hey, nach einem Tag in der Bibliothek habe ich gar nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich schaffen wollte, dann liegt das in der Regel daran, dass du dir eher das Ganze als eine Intention gesetzt hast und keinen klaren Plan wirklich ausgearbeitet hast. Was meine ich damit? Wenn du dir einfach nur eine Intention setzt, dann sagst du, hey, ich nehme mir vor, zum Beispiel am Montag, nachdem ich schon ein paar Vorlesungen hatte, nochmal mich hinzusetzen und 2 Stunden Mathe zu lernen. Ein klarer Plan wäre aber, wenn du davor überlegst, hey, also ich habe da jetzt davor schon mal 3 Vorlesungen gehabt, auch bin da in der Regel danach auch schon ziemlich voll im Kopf und bin nicht mehr so aufnahmefähig. Macht es jetzt wirklich da Sinn, da noch mir eine Mathe, mich nochmal an Mathe ranzusetzen, wo ich eben auch nochmal sehr, sehr viel Konzentration brauche und wirklich noch frisch im Kopf bin? Also, dass du dich einmal fragst, nimmst du dir das einfach nur vor und das wäre super, wenn das so klappt? Aber wird das so eine 50-50-Sache, ob es überhaupt klappt oder ob ich vielleicht schon zu wenig Konzentration habe und einfach schon fertig genug bin vom Tag, dann ist das kein klarer Plan und dann solltest du das auf jeden Fall nicht setzen. Also wir wollen uns nicht irgendwie einen Lernplan setzen, wo einige Termine oder einige Sachen, die du dir vornimmst, so 50-50 wird, ob du das Ganze auch schaffen kannst. Und die andere Sache, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich setze mich in die Bibliothek den ganzen Tag und werde einfach den ganzen Tag lernen. Dann sitzt du oft in der Bibliothek und fragst dich, okay, was soll ich denn überhaupt machen? Was ist jetzt wirklich das, was am sinnvollsten ist? Und dann fängt man an, okay, ich lese jetzt erstmal ein bisschen durch, mache ich hier mal ein bisschen die Übung, da kommen jetzt gerade ein paar Kommilitonen, dann kommt man da ins Gespräch und dann schaffst du aber am Ende, dann gehst du am Ende aus der Bibliothek am Abend raus und sagst, hey, ich habe gar nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich schaffen wollte. Und das liegt dann auch daran, weil du auch dir dort eben einfach die Intention gesetzt hast, hey, ich werde die ganze Zeit lernen, aber du es nicht klar genug gemacht hast, was du denn überhaupt da umsetzen willst. Willst du jetzt wirklich die ersten 2-3 Stunden zum Beispiel eben dich dran setzen, nochmal die Übungen von Mathe nochmal durchzugehen und eben vielleicht ein paar Fragen nochmal an den Professor zu schreiben, um eben nochmal Verständnis reinzubekommen. Also mach dir wirklich, wenn du dir einen Lernplan machst, setz dir nicht einfach nur die Intention, du willst lernen oder du nimmst es dir vor, dort zu lernen, sondern mach dir wirklich einen glasklaren, konkreten Plan, wie du dir genau vorgehen solltest, damit eben dein Kopf auch genau weiß, was zu tun ist. Und wenn du es von dir auch so kennst und dass du es auch so machst, aber du dann nach ein paar Tagen das Ganze schleifen lässt, weil du dann einfach sagst, ja, ich krieg das irgendwie nicht so richtig hin oder was auch immer, oder du setzt es ein paar Tage lang um, aber danach dann eben nicht mehr, dann liegt es oft daran, dass du einfach kein klares Ziel für dein Studium hast. Deswegen frag dich mal selber, weißt du ganz genau, was du denn nach dem Studium machen willst und was du mit deinem Studium machen willst? Weil wenn dir deine Antwort darauf ist, ja, ich habe es jetzt halt gemacht, ich hatte ganz gute Noten im Abi und das Studium klang ganz interessant und alle meine Kollegen haben es auch gemacht, dann ist das kein klares Ziel und kein konkretes Ziel für dein Studium. Dann weiß dein Kopf, sieht dein Kopf auch nicht die Bedeutung dahinter, wenn du kein klares Ziel für dein Studium hast, warum du dich jetzt nochmal extra hinsetzen sollst. Warum soll sich dein Kopf darauf konzentrieren, jetzt einen Tag lang sich irgendwie Stoff nochmal anzuschauen und da wirklich Energie reinzustecken, wo du gar nicht richtig weißt, wofür du das Ganze machst. Und dann ist ganz normal, wenn du kein klares Ziel hast, kannst du auch keine Motivation aufbauen und dann alles nur über Disziplin zu machen, wird eben nicht mal über mehrere Tage oder mehrere Wochen hin funktionieren von einem guten Lernplan. Das heißt, du brauchst ein klares Ziel für dein Studium, wenn du auch wirklich sagst, du möchtest eben diese Extrameile auch gehen und eben mal konstant gute Noten zu schreiben. Das heißt, um ein klares Ziel zu entwickeln, brauchst du auch eine gewisse Praxiserfahrung, dass du überhaupt genau eine Vorstellung davon haben kannst, wo es denn überhaupt für dich hingeht.
Also wenn du jetzt schon im dritten Semester bist und du hast jetzt keine riesen Probleme mit deinen Noten, haben wir auch schon ganz oft auf diesem Kanal drüber gesprochen, dann musst du in die Praxis kommen. Dann sammel Praxiserfahrungen als Werkstattjob, als mindestens besser noch ein Praktikum in einer gefragten Firma oder die dich erstmal interessiert, um was Handfestes für dich zu haben, um eine klare Vorstellung davon zu bekommen, wo es denn hingehen soll, damit dein Kopf auch fürs Lernen eine Bedeutung dahinter sieht, warum du dich jetzt hinsetzen sollst und warum man jetzt so viel Energie noch reinstecken soll in das Lernen und in das Durchziehen von diesem Lernplan. Also das ist auch sehr, sehr wichtig. Da hilft dir die Praxiserfahrung nicht nur in deinem Lebenslauf, sondern hilft dir auch für das Lernen in der Uni und dann verstärkt sich das gegenseitig. Das heißt, das ist sehr, sehr wichtig. Und um jetzt also wirklich einen langfristigen Lernplan umzusetzen, wenn du weißt, dass du dir keine Intention setzt, sondern wirklich einen klaren Plan ausarbeitest und du hast wirklich ein klares, handfestes Ziel vor Augen mit deinem Studium, dann ist es nur wichtig, dass du wirklich sehr langfristig vorgehst. Also viele gehen dann so vor, okay, ich setze mir jetzt 3 Wochen vorher mal hin und überlege jetzt noch meinen Lernplan zu machen. Ich würde dir wirklich empfehlen, setz dich wirklich einige Wochen davor hin und sag mal, okay, ich gehe jetzt mal für mich durch alle Module, die ich gerade habe und alle, wo ich eine Klausur schreibe und frage dich, wie stehst du gerade in diesen Modulen? Hängst du in einem Modul vielleicht gerade sogar schon hinterher oder merkst du, du hast da große Probleme mit? Oder hast du einen Großteil der Module, wo du sagst, ja, ich komme da super mit, ich habe gerade kaum Probleme und ich werde dann, denke ich, auch keine Probleme in der Klausur haben. Weil wenn du da schon merkst, dass du in einigen Fächern kaum hinterherkommst und das schon sehr, sehr viel ist, dann solltest du dort auch schon entscheiden, hey, willst du vielleicht die Klausur schieben? Willst du die zum Zweittermin schreiben? Oder willst du das vielleicht für dich anders organisieren, damit du dann von vornherein zum Beispiel den Fokus dann auf die Fächer legen kannst, wo du dann weißt, du willst auf jeden Fall die Prüfung schreiben. Das willst du schon auf jeden Fall ein paar Wochen vorher entschieden haben, dass du dann auch wirklich einen langfristigen Plan erstellen kannst. Und wenn du dann für dich weißt, welche Klausuren du wie und wann schreibst, dann kannst du auch wirklich vorgehen, nochmal dir das Ganze so aufzuteilen, das ganze Lernen so aufzuteilen, dass du wirklich Woche für Woche vielleicht noch eine extra Wiederholungseinheit einbaust, um dann eben wirklich entspannt jede Woche nochmal wiederholen zu können, dich nochmal in den Stoff vertiefen zu können, um dann am Ende entspannt und selbstsicher in die Prüfung gehen zu können. Weil das ist ja das Ziel von dem Lernplan. Der ist jetzt nicht dafür da, dass du dich eine Woche vorher hinsetzt und dann eine Woche lang dich einfach nur in die Bibliothek reinsetzt den ganzen Tag und versuchst, den ganzen Stoff in dich reinzuprügeln. Weil das wird nur dazu führen, dass du das Ganze auswendig lernst, ins Kurzzeitgedächtnis reinprügelst und dann die Gefahr für ein Blackout, für Flüchtigkeitsfehler, alles ganz stark ansteigt und das eben auch kein nachhaltiges Lernen ist, wenn du so vorgehst. Das ist alles wichtig für einen Lernplan zu wissen und wir haben aber auch festgestellt, dass extrem viele Studenten gerade da ein Problem haben, eben dieses Langfristige aufzubauen und das Ganze eben auch langfristig umzusetzen, auch wenn du nebenher noch arbeitest oder nebenher noch viele Hobbys hast. Und da kannst du mal sehr gerne unter dem Video dich beim ersten Link für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Da können wir mal ins Gespräch kommen, analysieren mal deine Situation und werden dir dann Schritt für Schritt mal einen Plan erstellen, wie du denn genau für die Klausurenphase vorgehen solltest, damit du das Ganze langfristig angehst. Also falls du da mal Fragen hast, kannst du sehr gerne unten auf den ersten Link klicken, dich einmal eintragen. Ist alles kostenlos und unverbindlich und dann kommen wir da mal ins Gespräch. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg in der nächsten Klausurenphase. Wir sehen uns in den kommenden Videos. Bis dahin, der Niklas. Ciao.